Laubfrösche besitzen Zehen mit Haftscheiben, die es ihnen ermöglichen, sich an Ästen und Zweigen festzuhalten. Sie sind geschickte Kletterer. Wie viele Frösche besitzt auch der Rotaugenlaubfrosch eine ganz bestimmte Färbung, die ihn vor Räubern wie Vögeln und Schlangen schützt. Die Oberseite seines Körpers ist grün. Das macht ihn für Räuber, die sich über ihm befinden, schwer erkennbar. Der Rotaugenlaubfrosch besitzt große Augen. Seine vertikalen, katzenähnlichen Pupillen helfen ihm, auch in der Dunkelheit gut zu sehen. Er hält nach Insekten Ausschau, achtet aber auch auf Feinde, die ihm gefährlich werden könnten. Pfeilgiftfrösche besitzen intensive Farben und auffällige Muster. Sie leben normalerweise in den abgefallenen Blättern der tropischen Regenwälder Zentral- und Südamerikas. Die Farben und Muster sollen Angreifer warnen. Ihr Gift wird von Drüsen abgegeben, die unter ihrer Haut liegen. Dieses Gift gehört zu den giftigsten Substanzen, die wir kennen. Schon eine geringe Menge reicht, um ein großes Tier zu töten.